Für uns an der Hochschule Fresenius ist Virtual Reality das Thema. Virtual Reality begleitet uns tagtäglich. Deswegen haben wir zum Beispiel im Mai zusammen mit unseren Kooperationspartnern Dexperio und Gold Media samt dem FC Bayern ein Video gedreht, das wir auf Facebook veröffentlicht haben und über 25.000 Views an einem Tag generiert haben. Wir sind heute froh, super tolle Gäste bei uns zu begrüßen und nehmen euch deshalb mit zu unserem Virtual Reality Day an der Hochschule Fresenius. Wir entwickeln eine Plattform, mit der Unternehmen 360-Grad-Videos interaktiv machen können. Und zwar per Drag-and-Drop. Also brauchen keinen Entwickler dazu, die können das selber machen. Und so habt ihr auch schon Kontakte geknüpft heute am Virtual Reality Day bei uns an der Hochschule Fresenius. Also das Schöne ist, dass es ein sehr, sehr breites Publikum ist. Okay, und ihr seid zum zweiten Mal schon hier, oder? Wir sind zum zweiten Mal schon hier, ja. Und würdest du wiederkommen? Absolut. Super, super. Vielen lieben Dank und dann probieren wir es mal gleich aus, oder? Sehr gerne. Komm mit. Wer bist du denn? Ich bin der Roman, ich bin Virtual Reality Consultant, das gibt es mittlerweile. Aha. Und was wir machen, wir kreieren Virtual Reality Anwendungen und Welten für die Industrie. Automotive, Luft- und Raumfahrt, aber auch solche Industrie wie Bosch, Siemens, Haushaltsgeräte. Ich kann bei euch shoppen, ohne eigentlich rauszugehen und kann dann praktisch schon bei mir zu Hause sehen, wie das bei mir zu Hause ausschauen würde, wenn ich Bosch-Sachen kaufen würde. Genau, zum Beispiel. Man richtet sich das Haus komplett um. Ein digitales Escape Game, das heißt, du gehst als Gruppe in einen Raum und dann ist ein digitales Spiel, aber in einem realen Raum. Das heißt, du hast einen Raum ausgestattet mit Projektoren, Spezialeffekten, Tracking-Geräten, Motion Capturing und so weiter. Ja. Und natürlich mit Feuer, Wasser, Wind, weil sonst wäre es nichts, was ich unterschreiben würde. Nein, das ist halt Grundsatz, du gehst halt rein und erlebst einmal eine virtuelle Welt und kannst aber halt alles davon haptisch auch begreifen, anlangen und mit den Wänden interagieren. Und wenn du was falsch machst, dann kommt halt die Feuerflamme und du bist weg. Oh nein, also bin ich virtuell tot. Ja. Unsere Vision ist irgendwann mal eine Art Kinokette zu haben, also so wirklich digitale Entertainment Center quer durch Deutschland verteilt zu haben. Kann ich mir vorstellen, super. Vielen lieben Dank euch. Wir haben heute unseren Cyber Virtualizer dabei. Dieses Gerät erkennt die Laufgeschwindigkeit, also ich kann langsam gehen, ich kann normal laufen, ich kann rennen. Ich kann in die Hocke gehen, ich kann sogar springen. Wow. Und habe den Vorteil, dass die Leute nicht ständig aus der Experience gerissen werden. Kommt. So wie ich, bin vorhin gegen eine Kamera gelaufen. Ja, genau. Das würde ja nicht passieren. Oder man ist dann so in VR drin, dass man einfach sagt, hat dieses blaue Gitter und schlägt dann den Controller gegen Fernseher oder sowas. Das passiert so sehr gern. Man kann zum Beispiel architektonische Rundgänge machen, so Gebäude, die noch nicht gebaut sind, das Exploration Games. Wir haben zum Beispiel Collect, das ist ein Alien-Planet, der ist so schön gestaltet, dass die Leute da einfach gern drin herumlaufen und sich da richtig drin verlieren. Also unglaublich spannend war Storytelling. Also unglaublich spannend. Also man hat kein Lust mehr gehabt zu atmen. Was hat dir wirklich geflasht, was sie noch nicht kannten? Inhalte, zum Beispiel auch diese Tierquälerei-Erlebnis, das haben wir gerade besprochen, das ist unglaublich und man sieht, dass es das nicht mehr nur ein tolles Spielzeug ist, sondern ein neues Medium, das ist etwas Neues auch auf andere Art und Weise erzählen kann. Wow, was für ein super toller Virtual Reality Day bei uns an der Hochschule Fresenius München. Das Ganze schon zum zweiten Mal. Ich persönlich bin super froh, dass ich dabei sein durfte, habe super tolle und spannende Projekte miterleben dürfen und natürlich innovative Gespräche und Diskussionen. Ich persönlich schreibe selbst mein Thema Virtual Reality und bin super stolz darauf, dass die Hochschule Fresenius auch weiterhin an dem Thema bleibt.